Zum Frühlingsfest des Autohauses Kräbe im Eisleber Gewerbegebiet am Strohhügel am 16. März 2024 tummelten sich auf dem Gelände wieder die sprichwörtlichen Himmel und Menschen. Zufriedene Kunden und solche, die es werden wollen, die mehr als 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Kooperationspartner kamen, um zu schauen, aber auch zu kaufen. Denn es gab wieder den kleinen, traditionellen Markt mit verschiedenen Angeboten. Zum Beispiel vom Weingut Born aus Höhnstedt oder vom Augsdorfer Blumenhaus Zahn. Im Mittelpunkt des Interesses standen jedoch die Fahrzeugangebote. Gefragter Gesprächspartner diesbezüglich war Dirk Kräbe, der die Autohaus Kräbe GmbH seit dem Jahr 2013 gemeinsam mit Bruder Andreas führt und sein ganzes Berufsleben hier verbrachte. So feierte der Familienbetrieb Ende 2023 sein 30-jähriges Bestehen. Auch Kunden der ersten Stunde waren beim Frühlingsfest präsent. Genau, ich hatte einen alten Kunden, der mir jetzt einfach mal von 1996 aus dem alten Standort noch eine Rechnung zeigte, mitbrachte und so lange schon mit unserem Haus verbunden ist. Ja. Das ist wunderschön. Sie haben anscheinend viele solche Kunden, also wenn man Sie hier so beobachtet, Sie sind ja mit jedem fast per Du. Ja, unsere Kunden, bei uns ist der Kunde nicht Nummer 1, 2, 3 und 4, sondern alle Kunden haben bei uns einen Namen, ihren Namen. Und wir kennen den Kunden, wir kennen die Fahrzeuge, wir kennen die Historie, wir kennen auch teilweise den Kunden ganz genau. Ja, und er bringt uns dann auch seine Kinder mit, seinen Nachbarn mit. Und da ist eine ganz andere Verbundenheit als vielleicht in der Großstadt. So soll es sein, ja? Im Ländlichen leben wir das und wir leben das immer im Frühjahr mit unserem großen Markt. Und dem wollen wir auch den Kunden auch mal ein Dankeschön sagen. Zum Thema E-Auto hat der Kfz-Meister dabei seine eigenen Ansichten. Wir haben super schöne E-Autos, die passen, wo der Kunde Photovoltaik auf dem Dach hat, wo der sparen kann vom Kleinen. Wir haben jetzt ein Sondermodell extra für den Kunden, auch mal ab, wo der Kunde das für 32,9 mitnehmen kann. Das haben die wenigsten, ja. Und aber immer da, wo es hinpasst. Wir haben auch Hybrid da, wo der Kunde sagt, ach, ich möchte vielleicht alle zwei Medien fahren. Und dann kann er das. Ja, und er kann auch bei uns weiterhin eine Diesel und eine Benziner kaufen. Alles, was auch passt. Wir haben hier so ein wunderschönes E-Auto, den IONIQ 5 mit 609 PS elektrisch. Das ist der Hammer, das Auto. Ja? Und der ist nicht mehr gedrosselt, der ist schnell. Alles mit einem E-Antrieb und mit wahnsinnig viel Kraft. Ja? Die Reichweite, das ist ja immer das Problem. Wir haben Reichweiten bis zu 600 Kilometer. Und Schnellladesysteme, wo das Auto in 18 Minuten von 10 auf 80% gefüllt werden kann, wo der Kunde dann die nächsten 500 Kilometer fährt. Also ich denke, wir haben alles da, was wir auch hier heutzutage brauchen und bieten können. Wir haben sehr, sehr viele Sondermodelle, wo wir gesagt haben, wir geben auch den Dank nicht nur an den einen Dach aus, sondern zeigen das mal in Sonderpreisen. Ja? Und das wollen wir den Kunden auch an den heutigen Tag einfach zeigen. Und dann kann der Kunde in Ruhe überlegen und mit uns dann eine Probefahrt vereinbaren. Und dann kann auch zu dem Sonderpreis das Auto auch in der nächsten Woche noch haben. Sagte Dirk Kräbe, um sofort ins nächste Kundengespräch einzutauchen.